Unser Wunsch ist, dass wir glauben, dass die Ausländer von Afghanistan nicht verstehen. Die sind unbekannt. Die machen Sachen, die sehr schlimm sind in Afghanistan. Aber Herr Die Gut, wenn können Sie auch sagen, die nicht. Deutschen benehmen sich zum Beispiel anders, die deutschen Aber Sie Bundeswehr, sind auch als die bei den Amerikaner. Tadschiken, ob die Tadschiken, Ja. weil die Nordallianz waren die verbündeten Amerikaner. Das ist eine ganz andere Situation, das muss man auch wissen. Nicht wahr? Aber geht es auch darum, dass man sie mit einem, ja, dass man sie nicht genug ausgebildet hat, dass man den Soldaten zu wenig erzählt hat über die Kultur? Sind es nicht Sachen, die man lösen könnte? Also unsere Unsere Soldaten wissen Pläne ja viel überhaupt. Ja, ich meine die weniger. Amerikaner. Ich meine nicht Soldaten. Ja. Ich meine überhaupt die Professoren, die Lehrer und so weiter. Die verstehen auch nicht Afghanistan. Die sind einfach in Afghanistan unbekannt. Ich habe in Zürich einmal eingeladen, zu diesem Problem. Dann konnte ich nicht das erklären, dass die Afghanistan kann nur Afghanen wieder aufbauen oder entwickeln. Ja. Und dann habe ich nicht anders gefunden, meine ihn kaputt gemacht. Ich habe gesagt, wer kann das wieder gut machen? Bitte. Afghanistan ist ja kaputt. Dann habe ich zum amerikanischen Botschafter gebracht, ja, sollen Sie das wieder gut machen? Sie arbeiten dort doch. Sie wollen Afghanistan wieder abbauen. Dann hat er nicht gemacht. Hat er einmal so gemacht und dann so und dann so. Ich habe gesagt, sehen Sie, das kann bei uns ein 10-jähriges Kind machen. Und Sie machen das nicht. Deswegen können Sie nicht in Afghanistan Wiederaufbau machen oder Afghanistan zwingen sowas. Wir haben eigene Kultur und eigene Sprache und eigene Sitte, verschiedene, die wir sehr heilig nennen. Ja? Und sie machen das kaputt. Sie machen zu unserem Haus rein. Und das ohne Erlaubnis, ohne die Erlaubnis der Regierung, vor irgendeinem Gericht. Die kommen rein und die spielen Herren. Wir wollen keine Herren haben. Der Letzte, der das verstanden hat und in diesem Sinne gehandelt hat, war Lawrence von Arabien als ein Nation Builder und ganz Ja, bescheidener Art. Ja. Er ist natürlich auch gescheitert mit Ja, seinem auch gescheitert. Arabischen. Aber der hat Aber den er ist ganz verstanden. anders von unten versucht, Bescheidenheit, und er wusste, es dauert lange, Wir können jetzt auch lange. Wir waren mehr Araber als Engländer. Nicht? Ja, ja aber so haben wir aber keinen bisher noch. Wir reden also von den Verstärkungen, die jetzt kommen und die dann die Leute, die Soldaten und die Polizisten ausbilden.